Hallöchen und willkommen zurück zu Rebuild 2. Wir fangen dort an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Besser gesagt, wir machen dort weiter und erobern gleich mal ein paar umliegende Gegenden, in denen offenbar keine Zombies mehr rumspuken. Hier doch. Da schicken wir hier mal den Mustache Man hin. David the Fuzz. Zusammen mit 1% Gefahr, mit dem Schläger, hat er wohl keine großen Probleme, hier ordentlich aufzuräumen. Das Scouten braucht zum Glück nur eine Runde. Und wir haben unsere Forschung, die wir in der letzten Episode begonnen haben, abgeschlossen. Wir haben also Wege gefunden, Signale an die Lebenden zu schicken, ohne die Untoten zu alarmieren. Und das bedeutet, die Chance ist gestiegen, dass wir Survivors rekrutieren, also diese Überlebenden aus den Gebäuden. So, und jetzt frage ich mich, wie viele Leute habe ich denn? Ich kann hier mal ein bisschen scouten, sollte ich vielleicht mal ein bisschen machen. Wird nämlich sonst eng mit den Gebieten, die ich noch einnehmen kann, hier in der Gegend. Schicken wir mal die ganze Truppe hier auf Scout-Mission und oh Gott. Ah, Spanish Flu. Achso, wir haben irgendeine Krankheit kurieren können in dem Krankenhaus offenbar. Ich dachte, einer unserer Leute wäre einfach geheilt worden. Was haben wir denn sonst noch so? 65% Zufriedenheit, aber 3% Gefahr ist natürlich... ich meine, eben war das noch viel mehr. Das hat mich irritiert, dass wir eben so viel Gefahr hatten. Aber es ist auch so, dass je mehr Zombies wir in unserer Umgebung töten, desto stärker sinkt die Gefahr in den umliegenden Gegenden. Und wenn wir natürlich jede Menge neue Gebäude einnehmen, dann liegen wir ja wieder an irgendwelchen unbekannten zombieverseuchten Gebieten an, wodurch die Gefahr dann auch wieder steigt. 19% ist mir ein bisschen hoch und die Police Station hier könnte bei der Verteidigung gut helfen. Aber die ist auch ziemlich gut bewacht. Dann würde ich sagen, scouten wir einfach mal ein bisschen weiter. Ungefähr so. Und warum sind wir jetzt bei 34%? War das eben nicht noch 2? Das sind aber viele Zombies. Es läuft immer noch gut, aber die Leute werden manchmal krank. Also ich muss darauf achten, dass die Leute hier mir nicht weglaufen. Ein komischer alter Mann an unseren Toren, der sich für einen Doktor hält und unser Laboratorium benutzen möchte. Also ich erinnere mich daran, dass das zum Teil katastrophale Folgen haben kann, glaube ich. Deswegen lasse ich das mal. Zumal wir ja sonst nicht forschen können. Also er hinterlässt uns ein paar wissenschaftliche Bücher, was ich super finde. Und mich daran erinnert, dass wir hier vielleicht ein bisschen suchen sollten. Ein bisschen forschen sollten, meine ich natürlich. Ich würde sagen, wir forschen mal das hier, das uns hilft, die Zombies schneller zu töten. Mark Boyle, der ist eh schon ein halber Forscher. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich nicht erwähnt habe beim letzten Mal. Die Leute sammeln Erfahrung. Das bedeutet, wenn sie die ganze Zeit irgendwelche Gebiete erobern, dann steigt hier ihre Building-Rate. Und wenn sie die ganze Zeit forschen, steigt die Science-Rate. Jetzt gebe ich dem noch das Buch. Und der müsste... Hat sich da was verändert? Ja, von 8 geht es damit auf... Moment. Ach, er hat das Buch schon. Hat er das Buch jetzt dauerhaft, oder wie? Jetzt hat er's. Was auch immer, wir schicken mal 2 Leute zur Forschung. 6 Runden, damit wir schneller die Zombies erledigen. Finde ich lohnenswert. Wir sind bei, mein Gott, wir sind bei 39% Gefahr. Haben aber jede Menge Zombies gerade getötet in der Runde eben und sind nur noch bei 8% Gefahr. Das gefällt mir auf jeden Fall schon besser. Ich würde sagen, wir schicken mal wieder ein paar Leute los, um irgendwelche Überlebenden zu rekrutieren. Zum Beispiel... Ja, 68% Chance ist, glaube ich, ganz okay. Wie sieht's hier aus? 50%. Ah, aber da ist die Gefahr ein bisschen groß. Hier bei der Polizeistation ist auch noch ein bisschen was. 20% zu 50% muss auch nicht sein. Wie wär's denn, wenn wir einfach mal ein bisschen Nahrung suchen? 6 Nahrung bei 14% Gefahr. Ja, ich glaube, ich kapiere auch langsam das Problem mit meinem Gefahren hier. Ich krieg 2 neue Überlebende. Perfekt. Wenn die Leute hier keinen Auftrag haben, verteidigen sie alle die Stadt und die Gefahr ist minimal. Aber je mehr Leute ich wegschicke, desto größer ist die Gefahr, dass hier die Zombies meine Stadt angreifen. Momentan liegt die Gefahr noch bei 6%. Wenn ich jetzt hier noch ein paar Survivors rekrutieren möchte, ungefähr so, könnte die Gefahr womöglich ansteigen. So, jede Menge Überlebende in der Gegend. Hier werde ich auch mal ein bisschen... Moment. Du... Ich habe 2 Forscher. Ich habe 2 neue Forscher bekommen. Die schicke ich alle mal zum Forschen. Dann können die nämlich da in aller Ruhe Erfahrung sammeln. Bubala. Hier würde ich gerne erstmal scouten. Das ist auch so ein Punkt. Ich muss nicht scouten. Ich kann auch einfach angreifen, habe dann aber keine Ahnung, wie stark die Zombies in der Gegend sind.
jede Menge Nahrung, obwohl der eine leider verletzt wurde. Und hier sind auch noch Überlebende, die ich leider auch nicht beherbergen kann, weil ich keinen Platz für so viele Leute habe. Dann würde ich auch mal sagen, wir gehen hier auf ein paar Kampfmissionen, damit wir auf jeden Fall die Gefahr in unserer Stadt ein bisschen verringern. Ich schicke jetzt auch nicht mehr unbedingt alle los. Wir haben 32% Gefahr momentan. Was ich gern hätte, wäre diese Police Station. Unbedingt. Die ist stark, die ist zu stark verteidigt. Muss ich die hier jetzt eigentlich stationieren? Das verändert nichts. Nee, wenn ich die nicht losschicke, ist das wie, als würde ich die da stationieren. Die Forschung ist komplett. Das ist perfekt, denn jetzt können wir die Zombies schneller töten. Und genau das würde ich gerne mal hier in der Police Station machen. Ja, mit 3 Leuten kommen wir schon auf 0% Gefahr. Hier könnten wir auch mal... Was mich interessiert, wo ist die Karte zu Ende? Denn die Karte ist rechteckig, quadratisch oder so und hat irgendwo ein Ende. Ich sehe es noch nicht. Aber sobald ich es sehe, kann ich dort mal in die Richtung operieren. Denn warum sind hier so viele Forscher? Ach so! Natürlich, weil die Forschung zu Ende ist. Deswegen werde ich die mal lieber da drauf ansetzen. Wenn die Karte irgendwo zu Ende ist, kann ich in die Richtung gehen und dann muss ich zumindest nicht mehr aus Gefahr von der vom Kartenende aus Angst haben. Kill Zombies far away ist sicherer. Das ist schon mal eine gute Idee. Andererseits, ja okay, das mit der Nahrung wäre vielleicht ganz gut, dass wir mehr Nahrung beim Nahrungssammeln bekommen. Das fände ich gerade ganz nützlich. Denn wir haben nicht mehr allzu viel Nahrung. Und ja, so ein bisschen mehr wäre ganz gut. So. Jetzt langt es aber. 31% Gefahr ist schon groß genug. Da kommt auch die nächste Zombie-Wave. Mit 250 Zombies. Mein Gott, wir haben unsere Stadt einfach zu groß ausgedehnt. Und haben viel zu viele Probleme jetzt um uns herum. Aber noch ist eigentlich alles ganz in Ordnung. Wir haben noch keinen bei so einer Zombie-Wave verloren, wenn ich das richtig sehe. Was ich aber auch gerne mal hätte, wäre, dass wir hier mehr Nahrung sammeln. Oder überhaupt mal ein bisschen Nahrung aus den Gebieten hier sammeln. Das dauert auch immer nur eine Runde. Okay. Dann, ja, wir könnten scouten, aber die Gefahr hier ist auch ziemlich groß. Können wir hier noch was machen? Wir haben Farmen. Wir können hier unsere Farmproduktion erhöhen. Ah, da müssten wir aber einen abbestellen. Das will ich nicht unbedingt. Ah, da können wir auch einen Priester sozusagen anstellen, der einfach ständig unsere Happiness erhöht. 65% ist aber noch ganz gut, würde ich sagen. Apartments brauchen wir eigentlich auch, aber ich will nicht unsere Happiness-Kirchen da für opfern. Ein Krankenhaus, das würde ich auch gern behalten, obwohl so eine Bar auch ganz nett wäre. Hier ist ein Pawn-Store, da ist quasi nichts. Dann bauen wir hier mal ein Apartment. Keine Ahnung, warum das nicht schneller geht, wenn ich 2 Bauarbeiter dahin schicke. Und scouten die Gegend hier noch ab. Und die Gegend und hoffen, dass wir... Oh Gott, 43% war vielleicht ein bisschen hochgepokert. Noch ist alles okay. Käfigkämpfe mit Zombies. Sollen wir das erlauben? Oder ist das zu grausam? Wäre natürlich eine witzige Idee, aber womöglich geht's besser, wenn wir das verbieten. Ich habe keine Ahnung, vielleicht hätte das andere uns auch mehr Happiness gebracht. Ah, aber sie sagen, es ist respektvoll den Toten gegenüber, finde ich auch. Ein Cowboy-Hut, jede Menge Nahrung, jede Menge Zeug gefunden. Wir haben ja hauptsächlich gescoutet eben. Ich würde gerne das Gebiet hier langsam mal erobern. Das ist mitten hier in unserem Territorium und ich mag quadratische Territorien. Ah, aber was ich noch viel lieber hätte, wäre hier... Gehen wir mal mit 2 Leuten, dann geht es ein bisschen schneller. Die Police Station an der Stelle. Wo ist denn mehr? Mehr an Police Station, mehr Forschung, mehr Zeug. Das ist halt das Tolle. Fast alle Gebäude hier bringen auch wirklich einen praktischen Nutzen. Zum Beispiel die Kirche oder das Krankenhaus, die ich beide gerne mal erobern möchte. Oder die Kirche. 18%. Riskieren wir es mal. Oh, die Last Judgment Gang hat Dr. Snake getötet. Snake! Das ist aber sehr schade. Müssen wir unbedingt was Sinnvolles erforschen. Am besten das hier. Farmers produzieren mehr Food. Gott, das dauert ja ewig. 10 Runden immer noch. Wir haben nämlich wirklich kaum noch Nahrung. Jetzt gucken wir mal. Ist hier irgendwo, da ist Nahrung, aber wir haben keine Leute mehr. Deswegen werden wir bei 51% Gefahr. Ach du meine Güte. Jetzt wird's wirklich den Cowboy Hat für 5 Nahrung eintauschen. Na gut, machen wir das mal. Bevor wir hier wirklich unser Leben lassen,
würde ich sagen, lieber mal den Tausch wagen. Und jetzt würde ich gerne mal nach ein bisschen Nahrung suchen. An der Stelle nur 3 Nahrung. Hier ist halt... Ach, da ist kaum Nahrung. Das ist das Problem. Gefahrlos 9 Nahrung kriegen, das ist super. Ist hier irgendwo angrenzend noch ein bisschen was zu futtern. Hier ist was. Und wir können uns hier bis zu 12 Nahrung erstmal schnappen. Und hier eventuell einen Survivor rekrutieren, der unseren verloren gegangenen Survivor ersetzen könnte. Wenn wir jetzt nicht noch mehr verlieren. Zombie Attack. Klick, klick. Ein Wunder, dass keiner getötet wurde. Es wurde jemand verletzt. Und wir haben, oh je. Scary shit on the horizon today. Eine riesige... Ah, Zed. Zed sind die Zombies oder sowas. Oder die Untoten oder sowas in diesem Spiel. Das heißt, eine riesige Zombie-Horde marschiert auf uns zu. Wir haben jetzt die Police Station, jede Menge Happiness. Wir haben eine Hunting Rifle und einen weiteren Survivor. Die Hunting Rifle würde ich gerne mal verteilen, wenn ich mich finde, weil ich finde, ich habe sowas verdient. Nee, Submachine Gun ist sogar besser. Ping Long. Du siehst wie ein guter Krieger aus. Oder besser gesagt, eine gute Kriegerin. Du kriegst hier auch mal was. Und ich würde nicht, gerne in diese Richtung expandieren gerade. Und um genau zu sein, würde ich gerne primär überall die Zombies hier töten. Weil die Gefahr momentan schon groß genug ist. Und die Zombie-Horde in der Gegend das nicht gerade senken wird. Hier können wir mal jemanden rüberschicken. Je mehr Zombies ich jetzt töte, desto geringer wird dann die Zombie-Horden-Gefahr sein, wollte ich sagen. Ja, also je mehr Zombies jetzt sterben, desto... Die lasse ich mal da. Desto weniger schlimm wird es hoffentlich, wenn die ganze Horde da eintrifft. Wie sieht's jetzt aus? 180 gegen 66. Everybody kept their cool. No problem. Ein Glück, dass hier so gute Leute auf meiner Seite sind, die ganze Zeit die Zombie-Horde zurückdrängen. Gucken wir mal, was jetzt passiert. The Rifts. Achso, wir haben wieder Gebiet erobert. Links unten steht dann die Menge der Zombies, die wir getötet haben. 3, 13, 11. 0% Gefahr. Also wir haben wirklich eine Menge Zombies aufgehalten. Und ich möchte jetzt eigentlich auch nicht viel hier unternehmen, weil ich die Leute einfach brauche. Aber ich kann nicht widerstehen. Ich muss diese Gebiete hier erobern, vor allem jetzt, wo die Zombies aufgehalten wurden. Hier, ich habe ja immer noch eine Menge Leute, die jetzt eigentlich auch, glaube ich, scouten könnten. Da die Zombie-Horde noch eine Runde entfernt sein müsste, sonst wäre die Gefahr nämlich größer. Hier können wir auch noch ein Gebiet erobern. Hier könnten wir sogar noch ein paar Zombies töten. Hier auch? Nee, 49% hier definitiv nicht. 24% muss auch nicht sein. Wie sieht's hier aus? Können hier nach Schrott suchen. 0% Gefahr, aber 20% Chance, was zu finden. Machen wir das mal. Nahrung, neue Wohnungen, Überlebende gefunden, Scraps gefunden, aber... Also nicht gefunden, aber naja. 7% Gefahr. Sind die schon... Die sind noch nicht direkt neben uns, wenn ich das richtig sehe. Und aus dem Grund... Ne, ich würde jetzt nichts machen, was 2 Runden kostet, weil das wäre tödlich. Aber wir könnten mal ein bisschen scouten. Denn das braucht ja jetzt eh nicht so viel Zeit. Ja, da hinten von mir aus auch noch. Vielleicht finden wir ja dann auch den Kartenrand. Und gucken wir mal, was passiert. Überlebende, jede Menge Zombies getötet. Mission abgebrochen. Ah, okay, wir hatten hier eine Mission, aber die Zombie-Horde ist da gerade reinmarschiert. Und verbreitet Angst und Schrecken. Zombie-Horde, trotzdem nur 8% Gefahr. Also in dem Fall würde ich sagen, kein Ding. Die dürfte eigentlich nicht wirklich was machen. Und ich würde sogar nebenbei noch die ein oder andere Eroberungsmission hier durchführen. Ja, vielleicht nicht so viel. Ich glaube, das reicht. 23% Gefahr, weil die werden auf jeden Fall angreifen. Mit insgesamt 251 Zombies gegen eine Defense von 89. Niemand ist gestorben. Niemand ist verletzt worden. Also ich habe wirklich eine super Truppe hier. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ich würde gerne eine weitere Polizeistation einnehmen. Da ist der Wald. Der Wald ist ein super Zeichen. Hier ist übrigens ein Big Graveyard. Der ist komplett überrannt von Zombies. Also da... Ich glaube, es gibt sogar die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, indem man hier auf dem Graveyard irgendwelche okkulten Rituale veranstaltet. Ah, aber so ganz sicher bin ich mir da nicht. Moment. Ich breche das Ganze hier nochmal ab. Ich habe ein Riesenproblem gerade an Nahrung.
und würde jetzt mal wirklich überall hier auf meinen Farmen jemanden arbeiten lassen. Wie sieht es mit der Forschung aus? Das dauert noch eine Weile. Wir brauchen sofort Nahrung. Hier kriegen wir 10 Nahrung raus. Da kann auch die Forscherin mal mitmachen. Und ich glaube, das mit der Farm-Mission lasse ich weg. Und gehe stattdessen hier noch auf Nahrungssuche. Nee, Survivors sind toll, aber Nahrung hat gerade ein bisschen Priorität. Ja, von mir aus auch so. Hauptsache, wir kriegen was ab. 11 Nahrung haben wir jetzt. Aber das muss mehr werden. Das muss definitiv um einiges mehr werden. Hier gibt es immer noch ein bisschen Nahrung. 9. Ja, komm, die holen wir uns mal. Und metzeln hier jede Menge Zombies aus dem Weg. In der Hoffnung, dass wir... Naja, eigentlich möchte ich ja Nahrung haben und nicht unbedingt zombiefreie Gebiete. Hier ist some food. Wäre halt gut, wenn hier mehr wäre. Aber es ist ja ein Anfang. Level 10 Soldat, The Fuzz. Unser Fuzz ist so skilled. Das heißt einfach, wir haben unseren ersten Soldaten mit Level 10 erreicht. Bekommen. Wie wäre es denn, wenn ich forsche? Ich bin ein super Krieger. Was heißt denn hier? Ich forsche doch nicht. Du kannst forschen. Du kriegst sogar ein Science Book. So. Meine Güte. Und ich könnte hier vielleicht mal ein paar Zombies killen. Wir haben 2 Submachine Guns. Dann kriegst du auch 1. Da können wir hier zu zweit schon auf 1% Gefahrenchance runtergehen. Richtig ordentlich Terror machen hier bei den Zombies. Weil ich will ja eigentlich hier eher Richtung Stadtrand expandieren. Möglich. Ah, hier kann ich noch ein paar Survivors retten. Das wäre auch nicht schlecht, weil je mehr, desto besser. Je mehr Survivors, desto mehr Survivors, würde ich mal sagen. 37% Chance. Gibt's wieder einen Angriff? Nein, aber die Last Judgment Gang. Katholische Priester auf Motorrädern. Ohne Gnade in ihren Herzen. Sie haben nichts gemacht, aber sie werden bald zurück sein. Und wir haben eine neue Zombie-Horde. Wenn ich das richtig gesehen habe, war da was von 80 Zombies zu lesen. Da haben wir aber schon mehr aufgehalten, muss ich echt mal sagen. So, und wir erobern jetzt hier... Kann ich das nicht... Ich kann es beschleunigen. Okay, also mit 3 Leuten kriege ich sogar eine Runde früher hin. Das mache ich dann sogar mal. Denn, ja, das dürfte ungefähr 2 Runden dauern, bis die Zombies hier Terror machen. Wir verlieren 10 Nahrung pro Runde, ehrlich? Ich brauche mehr Farmen, und zwar sowas von. Beziehungsweise... Ich könnte auch irgendwo nach... Hier, nach Nahrung... scavengen. Ist zwar gefährlich, aber wir können hier 18 Nahrung rausholen in einer Runde. Also es ist gefährlicher, wenn die Missionen weiter weg sind. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich sinnvoll, die Nahrung zu holen. Und wir haben ja gesehen, wir konnten die Gefahr trotzdem ganz ordentlich drücken. So. Zombie-Attack. Und immer noch niemand gestorben, auch wenn schon 230 Zombies hier einfach mal angegriffen haben. Die aktiven Farmer produzieren jetzt mehr Nahrung und wir haben eine Gang gefunden. Sollst du ihnen folgen, die Last Judgment Gangers? Versuch mal, ihnen zu folgen. Außerhalb der Stadt haben sie ihr vor und bis dahin bist du ihnen gefolgt. Das heißt, wir wissen jetzt, wo sie leben. Und wir können gegen sie schlagen, gegen sie zurückschlagen, sobald wir weit genug ausgerüstet sind. Ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Was ich jetzt auf jeden Fall noch machen will, ist unsere Leute ausrüsten, denn wir haben gerade ein Megafon gefunden. Ja, das sorgt dafür, dass wir mehr Leadership bekommen. Heißt das so? Ja, Leadership. Und deswegen werden wir wohl in Kürze mehr Survivors rekrutieren können. Aber an dieser Stelle würde ich mal sagen, beenden wir die Folge. Die Zombie-Horde kommt und wir wissen noch nicht, wie das ausgehen wird. Wir werden es auf jeden Fall beim nächsten Mal erleben. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal.